Und in Duma wird weiter gerätselt. Wurden die Inspektoren wirklich am Zugang gehindert, wie es heißt? Syrische Medien, Soldaten, sogar einzelne Journalisten haben sich schon kurz nach den Luftschlägen des Westens am angeblichen Chemiewaffentatort aufgehalten. Was also ist geschehen in Duma am 7. April und seitdem? Die Welt rätselt also weiter, ob die geächteten Chemiewaffen in Duma eingesetzt wurden. Uli Gack ist für uns in Syrien. Sie waren heute in einem großen Flüchtlingscamp und haben mit vielen Leuten gesprochen. Was haben Sie denn dort über den Angriff gehört? Ja, wir kommen gerade aus Harjala zurück. Das ist ein Ort ungefähr 5 Kilometer von hier entfernt. Und nach Harjala haben sich ungefähr 20.000 Menschen aus Ostruta und vor allem auch aus Duma geflüchtet. Und die Menschen dort erzählen uns viele in einem Ton der Überzeugung, dass diese ganze Geschichte am 7. April inszeniert war vom IS. Sie erzählen uns, dieser Ort des Geschehens war eine Kommandostelle der Islamisten. Dort hätten die Islamisten Chlorbehälter aufgestellt und im Prinzip nur darauf gewartet, dass dieser hochinteressante Ort für die syrische Luftwaffe bombardiert wurde. Das ist auch geschehen und dabei seien die Chlorgasbehälter explodiert. Die Leute sagen uns auch und behaupten es vom Ton der Überzeugung, dass es schon mehrere solche Provokationen in Duma gegeben habe. Sie sagen uns auch bei einer sogenannten Übung des IS, wie kann man es anders bezeichnen, wären Leuten dem Chlorgas ausgesetzt worden. Das wurde gefilmt und wurde dann als das Material ausgegeben, als das Beweismaterial, was dann am 7. April veröffentlicht wurde. Ob das alles stimmt, ich würde meine Hand nicht unbedingt für jeden Satz ins Feuer legen, aber irgendwie scheint da schon was dran zu sein. Aber wenn sich das so verhielte, warum sollten Ersatzleute oder Russen die Inspektoren dann an ihren Untersuchungen hindern wollen? Ist das nicht ein Widerspruch? Das ist ein totaler Widerspruch, absolut. Aber wenn wir die Orte wie Homs, Aleppo oder zuletzt Mosul angucken, deren Untergrund wie Schweizer Käse unterwühlt ist und wo Wochen später immer wieder organisierte Zellen aus dem Untergrund aufbrechen und Anschläge verüben oder Feuerüberfälle, dann ist in der Tat immer noch irgendwie eine Gefahr für dieses Inspektorenteam. Und deshalb, so sagt Russland, könne man die Leute dort nicht hinlassen. Ob das so stimmt, wir wissen es nicht. Es ist irgendwas dran. Aber Tatsache ist auch, je länger die Zeit verrinnt, seit diesem 7. April wird es schwieriger, Substanzen, möglicherweise Abbauprodukte des Chlorgases zu entdecken. Und es wird wahrscheinlich nahezu unmöglich sein, eine Urheberschaft zu ermitteln. Vielen Dank, Uli Gack.